Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Brief Edge. Wir sind auf dem Modul. Ich weiß gar nicht, welches Modul es ist. Wir haben letztes Mal unseren Einstieg geplant und haben aus Versehen Hachi gemacht. Okay, wir können jetzt hier durchgleiten. Die Roboter tun uns Gott sei Dank nichts. Was können wir hier machen? Können wir irgendwas schlagen? Hatte ich einen Schaber? Warte mal, ich mach das mal. Was kriegen wir da raus? Bin gespannt. Müssen wir das schlagen? Kann das sein, dass wir hier... Oh, warte mal, damit wir die Elektronik quasi kaputt machen. Ich sag, okay, alles klar, ich verstehe. Damit wir hier wahrscheinlich durchkommen. Aber gut, dass wir diesen Unendlich-Schaber haben. Damit geht's ja ganz gut. Der will uns ja nicht im Stich lassen, der unendliche Schaber. Kommen wir hier durch? Tür schlagen? Warte mal. Ich mache erstmal hier aus. Ich kann alles schlagen! Ich würde verwetten, dass der Strom dann weg ist. Oder beziehungsweise da die Elektronik da hinten verschwindet. Werden wir jetzt mal sehen. Ich hämmer einfach mal auf die rechte Maustaste. Es passiert gar nichts. Repariert er das? Haben die es wieder repariert? Die reparieren das wieder. Ah ja, gut dann. Das hat also gar nichts gebracht. Na toll. Die reparieren die Tür. Alter Schwede. Oh, Moment. Someone like to break lamps because it doesn't look a bit like repair work. Na. Runde Lampe, neue Blaupause, wahrscheinlich wieder ein Dekoartikel. Artikel, sag ich schon. Okay, Essen und Trinken lasse ich jetzt mal aus, wir haben so viel. So, Passworteingabe. On the first try. That was easy. Au! You unable to lie. You could not just do something and not break something. Tell truth. Confirm. Es ihm erzählen. I suspect that the panel is a bit out of order, but judging by the sensors, an undocumented passage was hidden under it. Oh. Wo kommt man denn jetzt hin? Hallo? There's no information about these rooms. Something happened here, although you've probably already noticed it. Oha. Konsole? Kann ich? Ich kann sie nicht schlagen, auch nicht scannen, also, naja. Wie viel Platz haben wir denn noch? Wir haben nicht mehr so viel Platz, ne? Ich würde jetzt ein bisschen was liegen lassen. Aber das veredelte Metall nehme ich auf jeden Fall mit, weil das ist viel wert. Ihr wisst es ja. Alter. Klassifiziert. Wird auch mit einer solchen Vorteil nicht genutzt. Bei der Erstellung des Kerns haben wir alle unsere Entwicklung auf dem Gebiet der Quantenphysik sowie die angereicherte I-14P-Legierung genutzt. Die potenzielle Leistung des Kerns überschritt die Grenze des ersten Berechnungen. Wir sind kurz davor, eine Hyperraummaschine zu entdecken. Allerdings haben wir im Moment nicht einmal die Technologie für ein Raumschiff, das einen Hyperraumsprung standhalten kann. Das Linienschiff, unbenannt, sollte erfolgreich Feldtests bestehen und uns eine Antwort über die Stabilität des Kerns geben. Wir sind zu 200% sicher, dass dieses Experiment ein Erfolg wird, denn sonst würden wir das Leben des Passagiers nicht gefährden. Aber selbst wenn, naja, ein verbranntes Stück eines einst geheimen Dokuments, das einige Informationen über den Kern des Linienschiffs unbenannt enthüllt. Die Zeitungen erwähnen nie die Tatsachen, dass moderne Technologie eingesetzt werden. Okay. Konsole untersuchen. Looks like you're not the only one who's fond of destroying important equipment. Now I can't even connect to this panel. What's left now is to break the rest of the stuff around here, and there's a chance that this will activate some core protection protocol, or alternatively, kill someone in this room. Okay, wir müssen hier die Sachen zerstören. Kann ich hier
neutralisieren. Juhu! The cause of death is a blunt injury to the head. Was? Ein Stück geschmolzenes Metall. Es sieht genau wie ein Stück geschmolzenes Metall aus. So. Aufbrechen. Oh, gut, dass wir den Dings dabei haben. Den unendlich Schaber. So, 5 von 8, 6 von 8 wäre das hier. Das ist 7 von 8, ne, oder? Aber wo ist das letzte dann? Oder habe ich eins übersehen? Wir gucken mal. Mein Gott, hau ich da drauf wie so ein Wahnsinnigen. Und die rechte Maustaste. Sieben von acht. Was fehlt denn noch? Habe ich irgendwas vergessen? Kaputt? Oder muss ich hier noch kaputt machen? Da! Strahlung senken! Juhu! Okay. Haben wir! Nice! Dann nehme ich hier das Harz noch mit. Okay, wir haben die Strahlung gesenkt. Das heißt, wir haben nur noch einmal die Strahlung zu senken. Dann kommen wir weiter. Und jetzt müssen wir nur irgendwie versuchen, ins Militärmodul zu gelangen. Und das wird wahrscheinlich noch sicher sehr, sehr spannend. Green Universe was involved in the crash of the liner, but some details in their behavior and death don't correspond to the modus operandi of the attack. Okay. Gut, wir gehen durch den Notausgang. Cool, haben wir einiges natürlich wieder entdeckt. Gescannt und so. So. Das heißt also, wir gehen jetzt zurück. Ich würde sagen, wir reisen erstmal nach Hause. Wir haben ja ein paar Utensilien gesammelt und so. Ich kann es kaum erwarten, wieder nach Hause zu kommen. Es ist so spannend. Das ist aber auch so großartig hier gewesen mit diesem Schnitt. Das ist so Hachi. Es war so gut. Ach, schön. Boah, mit dieser Musik im Hintergrund. Wie episch einfach. La 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 la. Dramatische Musik. Was ist denn da oben? Achso, da müssen wir hin, ne? Genau, da müssen wir irgendwie ins Militärmodul rein. Aber ich habe keine Ahnung, wie wir das schaffen und wie wir das machen können. Da müssen wir uns auf jeden Fall irgendwas überlegen. Schauen wir mal. Was wir hier schon alles erlebt haben, unglaublich. Diese Anleitung lesen war aber auch so großartig, wo man halt einfach ins Menü muss und diesen Schalter umlegen muss, Strahlung senken. Es war halt so, so schön. Ich frage mich echt, ob das schon von Anfang an drin war, dieser Menüpunkt. Naja. Genau, wir müssen auch unbedingt mal so ein Wohnmodul bauen, ne? Hatten wir ja auch mal vor. Ob da im Wohnmodul dann auch alles schon drin ist? Oder muss man das einzeln alles bauen? Also wie ein Bett und so. Das würde mich jetzt mal interessieren. Wir haben ja ein paar so Baudinger, ne? So ein paar Baukästen. Ob man so ein Wohnmodul einfach mal anknüpft oder einfach mal baut? So spontan? Vielleicht haben wir auch im Wohnmodul ja auch Lager. Vielleicht unterscheiden die sich ja da. Oh, warte mal. Das wäre jetzt echt ärgerlich, wenn wir... Oh, warte mal.
Lass jetzt nicht sein, dass das so wirklich ist, das Spiel. Dass das ja eigentlich nur so... Oh nein, deswegen heißt es wahrscheinlich auch so. Technikmodul, Wohnmodul. So, lass mal erstmal einlagern. Ja, ja, Gegenstände befinden sich im Container. Ich befinde mich auch gleich im Container. So, haben wir hier was für? Nee. Hier? Ja. Ich glaube, wird nicht alles reingehen. Nein, war klar. Ist voll. Okay, es war so klar. Pack ich mal hier rein. Wir haben noch zweimal Titan. Würde ich mal hier zwischenschmeißen einfach mal. Da geht's schon los. Veredeltes Metall. Großartig. Hier hin. Können wir noch einen Koffer bauen eigentlich, ne? Viermal brauchen wir das doch, oder? Wisst ihr was? Ich baue mir noch einen Koffer. Wenn wir schon so großzügig jetzt sind. Nein. Ausrüstung, Werkzeuge. Nee, Objekte. Wisst ihr was? Machen wir ein. Wir machen's einfach. Ich pack mir den mal eben auf 4 und wir machen es einfach. Mir jetzt egal. Egal. Zack, so. Und dann packe ich da nämlich den überschüssigen Titan rein und irgendwo hatte ich doch noch... Hatte ich nicht noch irgendwo... Warte mal, irgendwo war doch hier Harz. Gehört da nicht rein. Dann mache ich hier nochmal einen Container mit Harz und Titan. Stoff kann da auch mit bei. Und dann würde ich tatsächlich sagen, dass hier... Boah, die Nahrung ist halt so viel, ne? Too much. Das nehme ich alles mit. Metall kann da mit rein. Und dann würde ich sagen, dass wir da vielleicht auch ein paar Werkzeuge mit reinpacken. So ein Werkzeugkoffer. So, dann ist das alles mal weg. Dann ist der Raum eigentlich überflüssig da drüben, ne? Theoretischerweise. Eigentlich. Der kann rüber. Halbpackard 1, 3. Schlüssel. Schere kann auch rüber. Opas Rückenkratzer. Handlicher Schaber. 20. Beide ganz. Theoretischerweise kann ich den 99er, ja. Drei Kerzen reichen eigentlich. Vielleicht nochmal ein bisschen Getränke rein. Vielleicht nochmal ein bisschen von der Nahrung, oder? Habe ich noch ein paar Steaks hier rumfliegen? Die ich da reinpacken kann? Vielleicht ein paar Steaks oder so. Damit ich da immer Nahrung drin habe. Und Wasserflaschen und so. So, warte mal. Da kann ich noch mal ein paar Steaks machen. Da ist noch ein Steak am liegen. Da liegt noch eins. Da liegt noch eins. Da noch eins. Sonst noch irgendwo ein Steak am rumliegen? Nee, ne? Das war's, oder? Die fertigen Nahrungsdinger, die packe ich jetzt mit da rein. Und natürlich Wasserflaschen. Wasserflasche, dramatische Musik. Wie kann Inventar voll sein? Kann gar nicht sein. So, Wasserflasche, Nahrungsdings, Bums, Dings, so. So, dann schmeißen wir das erstmal wieder hier, die überfließenden Sachen wieder dahin. Die wir gerade nicht brauchen. Nein, das Fleisch, nein. Die Fleischscheibe, bist du verrückt? Das Eis, die Dosen. So. Genau, das kommt drüben, wenn wir das überhaupt noch reinkriegen. Ich weiß es gar nicht. Das ganze Fleisch will ich da reinpacken. Ich mache nochmal eben schnell fertig. Die drei Steaks. Lalalalalala. Dramatische Musik. So. Na, gucken wir mal, was wir da noch reinkriegen von den Sachen hier. Und dann schauen wir mal, weil dann haben wir nämlich, wie gesagt, ein bisschen was in Vorrat. Auch zumindest sortiert. Ah, das passt nicht, weil das zwei Blöcke braucht, ne? Das habe ich mir schon gedacht. Okay, pass auf. Mache ich die Essenssachen hier hin. Dann weiß ich, dass die da drin sind. Hier. Dann passt das ja. Scheiß Kondome da, die können mal hier hin. Der braucht schon Kondome. Ich bin hier allein hier. Allein. So, dann sieht das schon mal wenigstens ein bisschen ordentlicher hier aus. Nur noch da der Haufen, ne?
Ja, und die Sachen kriege ich hier, glaube ich, gar nicht weg. Da kann ich machen, was ich will. Die werde ich hier, glaube ich, nie wegkriegen. Was ich aber mal gucken wollte... Ich wollte mir den Abroller mal eben schnappen. Den kann ich auch nirgendwo hin platzieren, ne? Ich wollte mal gucken, was wir brauchen für ein... Na, ihr wisst schon, für die Module. Und zwar so ein Wohnmodul. Großes, durchschnittliches Wohnmodul. Jetzt ist natürlich die Frage, ist die Musik schon wieder zu Ende? Nicht nur, ob die Musik zu Ende ist, sondern, naja. Egal, alles andere auch. Großes Wohnmodul. Dreimal Baukasten, zweimal Metall. Da war Metall. Einmal. Wir haben kein Metall mehr, ne? Und dreimal Baukasten. 1, 2, 3. Ich würde das Ding nämlich hier nebenan einmal abreißen. Ich muss aber dazu auch die Schleuse neu bauen dann quasi. Das heißt, ich gehe mal eben fix mit unserem Schaber Metall einmal farmen. Ganz schnell. So. Wo kriegen wir jetzt auf die schnelle Metall her? Weil wir haben hier auch schon abgefarmt wie so einen Wahnsinnigen. Hier gibt es doch bestimmt noch irgendwo Metall. Warte mal, da habe ich Metall gesehen. Halt, stopp. Oder? Metall. Metall. Ich glaube, diese Dinger wachsen nach. Kann das sein, diese Müllbälle? Ich glaube, die Müllbälle wachsen nach. Wenn ich das richtig deute. So, Metall, Metall. Ah, das ewige Ressourcenfarming. So. Komm her, du Sau. So. Ich meine diese Bälle, diese hier oben, die Müllbälle, ich meine die wachsen nach. Weil die hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal hatten wir die, glaube ich, zerstört. Hier gibt es noch Sauerstoff. Und wir können quasi den zerlegen dann. Dann haben wir die Ressourcen dafür auch. Das reicht jetzt erstmal an Metall. Mehr brauchen wir sowieso erstmal nicht. So. Müssen wir mal gucken wegen der Schleuse. Das war eine große Schleuse, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, ne? Ob wir die da auch dran kriegen? Weil dann würde ich die nämlich hier irgendwo dran machen, diese Schleuse. Warte mal. Jetzt mal eben kurz gucken. Das war... so eine. Zweimal Titan brauchen wir dafür noch. Ich gehe mal eben Titan holen. Ich weiß natürlich nicht, ob ich jetzt Titan wiederkriege, wenn ich die zerlege. Aber wir haben ja Metall, so ist ja nicht. Zweimal Titan war. Nein, mein Gott. Jetzt kommen wir so langsam durcheinander hier. 1, 2, so. Okay, dann lass mal gucken. Kriegen wir hin? Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob auf der Wand irgendwas ist, aber okay, lass mal gucken. Die kriege ich da nicht dran. Weil, warum? Ja, hier kriege ich sie dran. Aber wieso kriege ich sie hier nicht dran? Oder steht hier was auf der Wand? Warte mal. Ich gehe mal rein. Weil hier kann ich sie montieren, wie so einen Wahnsinnigen. Oder liegt das daran, weil da gewisse Gegengeräte oder so Gerätschaften sind? Wieso geht's denn hier nicht? Oder weil hier die Sachen hier liegen? Warte mal, ich heb die mal auf. Nicht, dass er mir hier, weil die Sachen hier liegen, dass er sagt, hier, pass auf, das geht nicht. Ah, jetzt geht's. Guck mal an, bestätigen. Genau, da so möchte ich... Ja, wunderbar. Pass auf, da machen wir das doch ganz einfach. Dann reiße ich das erstmal ab. So, das möchte ich auch zerlegen.
die Scheibe und den Block hier. So. Wunderbar. So hätte ich es gerne. Das heißt, wir können wieder ein bisschen was reinlegen. Ich schmeiße erstmal das Schwarmarama und das ganze Gedöns hier weg, das wir nicht brauchen. Ah, wie schön. Es ändert sich so ein bisschen alles hier bei uns. Ja, meine Damen und Herren, es ändert sich alles. Einfach alles. Mag es gar nicht glauben. Aber manchmal ist es Zeit für Veränderung. Oh ja, Zeit für Veränderung. Warte mal, wir hatten noch irgendwo... Da, Elektronik, Plastik hatten wir auch, ne? Hier, glaube ich, oder? Ja, hier. Veredeltes Metall haben wir auch schon wieder. Und Aluminium hatten wir, glaube ich, auch irgendwo. War das hier? Nee. Hier war das, ne? Mann, Mist. Schon voll. Dann packe ich den hier mit rein. So, jetzt mal mit dem Baukasten. Wir wollten mal gucken, wie in so ein Wohnmodul, ne? Mein Gott, irgendwie beschriften, Lager mit Beschriftung oder so. Wäre noch großartig. Wenn so langsam artet das aus. Klar, jetzt ist das Modul natürlich kleiner geworden, aber wir wollen ja ein bisschen bauen, ne? Wohnmodul, großes. Komm, wir nehmen ein großes. Oder? Ja, komm. Alter, es ist riesig. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Manchmal treibe ich immer gern, aber... Ich baue es hier hin. So. Ist ein bisschen übertrieben. Ich gebe zu. Ach, jetzt brauche ich ja schon wieder eine Dings, ne? Warte mal, was war das nochmal? Titan und... lass mal gucken. Aluminium, zweimal Titan. Kriegen wir hin. Aluminium und zweimal Titan. 1, 2. Und Aluminium war da auch. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir da auch Sauerstoff herkriegen. Warte mal, können wir die eigentlich miteinander verknüpfen? Warte mal, ich zerlege den nochmal. Können wir, wenn ich jetzt hier so einen Korridor baue, ne? Ah, ich kann hier bestimmt keinen Korridor mehr dran bauen, oder? Warte mal. Geht das? Kann man die miteinander verbinden? Bauen. Wir brauchen einen Baukasten. Haben wir Gott sei Dank noch. Jetzt sind wir wieder in Baurausch, ne? Wo war denn das jetzt? War das hier? Baukasten, wo bist du? Bin ich jetzt blind? Haben wir nicht noch einen Baukasten gehabt irgendwo? Nein, wir haben keinen Baukasten mehr, verdammt. Warte mal, was brauchen wir denn dafür? Gummi, Harz, Titan. Titan haben wir, Gummi und Harz. Gummi und Harz. Gummi und Harz. Harz. Und Gummi haben wir hier. Mist, wir haben auch keine Baukästen mehr wiederbekommen, ne? Für die, oh nein, für das Wohnmodul. Ah, wir brauchen noch mehr. Nein, jetzt meinen da. Gummi. So. Ich baue mal ein paar. Nein, Ressourcen zusammengesetzt. Da. Ja. Weil wenn das anzuknüpfen ist, wäre ja super. Dann hätten wir ja einen Übergang zu unserem Technik-Dingen. Mit dem Korridor. Wenn das geht, natürlich, weiß ich nicht. Okay, jetzt haben wir 3 Stück. Okay, gucken wir mal. Wir brauchen sowieso noch mehr, ne?
Öffnen. Gummi. Nochmal zwei Gummi mit und nochmal ein bisschen Harz. So. Ich baue nochmal einen, komm. Vielleicht nehmen wir auch das mittlere Wohnmodul. Weil das große war schon sehr groß, ne? Ach, Titan brauchen wir noch. Entschuldigung. Aber ich weiß nicht, ob das... Weil ich weiß nicht, ob wir, wie gesagt, die Größe brauchen. Das ist mir jetzt ein bisschen too much, nachdem ich das jetzt auch gesehen hatte. So, dann lass mal gucken. Ich pack schon mal den Kleberoller aus. Und dann kleben wir uns das mal zusammen, wenn das geht. So, also, wir machen hier wieder einen Korridor hin, wo wir letztes Mal auch einen hatten. Korridor. So, warte mal, jetzt muss ich selber erstmal ein bisschen... Da waren die ganzen Gerätschaften, oder? Und hier hatten wir, glaube ich, den Korridor, ne? Ich mache den mal hier hin. Und dann schaue ich mal, ob ich jetzt hier... Kann ich jetzt hier das Wohnmodul anbringen? Ja, das reicht. Kann ich hier anknüpfen? Ehre. So. Das ist jetzt Wohnmodul, ne? Sieht fast gleich aus. Nur dunklere Platten. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Ist da schon irgendwas drin? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Sauerstoff kriegen wir auch, aber was kann ich jetzt hier machen? Gar nichts. Es ist im Prinzip dasselbe. Du sollst das nicht scannen, Mann. Ich meine, ich kann das Mülleimer aus Metall... Ich meine, ich kann das alles wieder platzieren, aber das sind alles nur Dekorationen, ne? Das sind jetzt keine Gegenstände, die mir... Die mich irgendwie weiterbringen, ne? Fenster, ganz toll. Ich weiß nicht, ob da noch mehr... Da wird bestimmt noch mehr kommen. Aber wir haben wahrscheinlich die Sachen noch nicht. Mülleimer aus Metall. Trainingsbank, Tisch... Ist zwar ganz toll. Könnte ich mir hinstellen? Wir stellen schon mal einen Tisch hin, komm. So. Haben wir einen Tisch. Guck mal. Ganz toll. Besprechungstisch. Für Leute, die hier, keine Ahnung, mit mir wohnen. Naja. Gut, auf jeden Fall haben wir ein Wohnmodul. Wir haben hier den Ein- und Ausgang, was ich sehr schön finde. Und mit dem Wohnmodul müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall bin ich hier eigentlich relativ zufrieden. Was unsere Sachen angeht ich komme nicht drauf, mit Bauen. Was konnten wir denn sonst noch bauen? Was ist denn hier denn eigentlich? Kleines Service-Modul, ach so. Wir haben ja quasi das mittlere, glaube ich. Transportmodul. Ob man da wohl die Fahrzeuge parken kann? Decke, sonstiges, Boden. Transportplattform. Ganz toll. Naja. Wir müssen auf jeden Fall beim nächsten Mal schauen, dass wir in das Militärmodul kommen, damit wir da weiterkommen. Das wird auf jeden Fall noch sehr, sehr lustig. Ich würde sagen, ich komme so langsam zum Ende. Dann sehen wir uns wieder in einer weiteren Folge Brief Edge. Und dann schaltet ihr wieder ein. Also... Macht's gut. Tschüss.